Willkommen bei Sporttime, ich bin Timo und wir machen heute gemeinsam ein Einsteiger-Workout. Du brauchst nichts anderes außer dein eigenes Körpergewicht und eventuell eine Matte. Das Video richtet sich an Anfänger, die einfach wieder fit werden wollen und mit dem Sport beginnen möchten. Wir arbeiten im 30 Sekunden Belastungs- und 15 Sekunden Pausenintervall und beginnen auch jetzt schon mit der ersten Übung, dem Stretch für die Oberschenkelrückseite und der Seitenlinie. Das heißt, Halbkniestand, einmal seitlich rüber stretchen, vorderes Bein strecken und mit dem Oberkörper nach vorne zu den Zehenspitzen. Abwechselnd, relativ dynamisch und von Mal zu Mal ein paar Zentimeter weiter in beide Richtungen. Dann wechseln wir einfach die Seite, platziere also den anderen Fuß vorne, richte dich aus und an hier beginnen wir in 5 Sekunden mit dem seitlichen Stretch. Lang rausreichen, auf geht's, achte auf den lang gestreckten Ellbogen oben, vorderes Bein strecken und nach vorne rüber beugen. Du hörst meine Ausatmung in die jeweils größten Stretch-Positionen rein. Okay, für die nächste Übung gehen wir in die Bauchlage. Die Übung heißt der Skorpion. Die Arme platzieren wir links und rechts und du gehst mit dem Fuß über den Rücken diagonal zur Hand. Wir beginnen in 3 Sekunden und auf geht's. Weit rüber drehen, der Fuß möchte zur Hand. Versuch mit den Schultern aber so gut es geht am Boden zu bleiben und weit rüber rauszudrehen. Schau immer zu der Hand, wo der Fuß hinreichen möchte. Versuch immer noch ein paar Zentimeter mehr aus der Hüfte herauszuholen. Und wechsel. Die nächste Übung ist im Stand. Wir beugen uns nach vorne, krabbeln nach vorne, gehen einmal in die Cobra-Position, das heißt, wir senken die Hüfte ab und dann wandern die Füße zu den Händen in den Stand. Nach vorne beugen, in kleinen Schritten, nach vorne wandern, die Hüfte einmal absenken, aber nicht absetzen und dann wandern die gestreckten Beine nach vorne zu den Händen. Aufstehen und gleich wieder runter. Jetzt wandern die Füße nach hinten. Hüfte absenken und die gestreckten Arme wandern wieder nach vorne. Sehr gut. Für die nächste Übung gehen wir in einen Ausfallschritt nach hinten. Beide Arme reichen nach oben, kurz pausieren, Dehnung in der Oberschenkelvorderseite spüren und wechseln. Los geht's. Ausfallschritt nach hinten, ausatmen. Kurz halten, vorne wechseln und die andere Seite. Du solltest die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite spüren, aber auch hier mal versuchen, dich weit weg nach oben zur Decke zu reichen. Das heißt, eventuell ist auch eine Dehnung in der Rückenlinie, im Latissimus oder der Brustwirbelsäule zu spüren. Sehr gut gemacht. Stellen wir uns einfach hin mit den Füßen dicht beisammen. Du beugst die Knie leicht, kannst auch die Hände auf die Oberschenkel platzieren und wir machen 5 Kniezirkel nach links und Kniezirkel nach rechts. Und let's go. Achte darauf, dass du so groß es geht den Zirkel ausführst, weit zur Seite, weit nach vorne und zur anderen Seite. Und wenn du 5 Wiederholungen nach links gemacht hast, wechselst du die Richtung und 5 Wiederholungen in die andere Richtung. Sehr schön. Für die nächste Übung gehen wir in den großen Gerätstand. Die Arme zur Seite ausgespreizt, die Hüfte beugen wir nach hinten, dass der Oberkörper nach vorne kommt
und schwungvoll wanderst du nach links und rechts. Versuch, dass die Beine gestreckt bleiben. Dreh auch den Oberkörper mit. Wir sind in der letzten Übung des Stretching-Teils. Versuch immer mit den Fingerspitzen die Zehenspitzen zu erreichen. Die letzten 10 Minuten, 10 Sekunden sind gleich angebrochen. Sehr gut. Wir sind alle erwärmt. Jetzt starten wir mit dem Hauptteil, mit der Hüftbrücke. Dafür gehen wir in die Rückenlage, die Hände einfach in die Hüfte platzieren. Nur über die Ferse den Boden wegschieben in die größtmögliche Hüftbrücke. Oben kurz halten, Pobacken zusammenkneifen, langsam wieder absenken, Touch und wieder maximal hoch. Achte auch darauf, die Bauchmuskulatur anzuspannen, dass du dich nicht in ein Hohlkreuz nach oben schiebst, sondern wirklich nur über die Po-Muskulatur die Bewegung ausführst. Super durchgeführt. Für die nächste Übung, den Mountain Climber, gehen wir in die Liegestützposition und du ziehst abwechselnd links und rechts ein Knie nach vorne. In der ersten Runde auch mit Fuß abstellen, in der zweiten Runde versuchen wir es mit den Füßen in der Luft. Hier kannst du natürlich dein Tempo entsprechend wählen. Du kannst entweder super schnell oder ruhig und kontrolliert die Bewegung ausführen, so dass du die Pumpe ein bisschen nach oben führst, schiebst, dass das Herz-Kreislauf-System besser arbeitet. Könnte aber auch sein, dass schon einfach das Stützen ausreicht. Das entscheidest du, wie schnell du hier arbeitest. Letzten Sekunden laufen. Sauber. Für die nächste Übung gehen wir in die Bauchlage. Die heißt YTD, weil wir in der Y-Position einen Lift machen, weil wir in der T-Position einen Lift machen und in der W-Position. Starten Y und go. Einmal maximal hoch, Arme zur Seite, maximal hoch, Hände neben die Ohren und maximal hoch. Dann von vorne. Y, Lift, T-Position, Lift, W-Position, Lift. Noch einmal. Y, T, W. Und ein letztes Mal. Y, T, W. Jetzt stehen wir auf und führen die Ausfallschritte nach vorne aus. Anders als beim Samson Stretch vorhin. Immer mit dem Knie einmal den Boden berühren, wenn es geht. Ready, set und go. Hinten schließen. Beide Arme gehen mit nach vorne. Wenn du es schaffst, so tief runter zu gehen, dass das Knie den Boden berührt, wäre das super. Achte aber darauf auch, dass du im Oberkörper aufrecht bleibst. Hier kannst du auch dein Tempo entsprechend anpassen. Umso schneller, desto intensiver fürs kardiovaskuläre System. Aber denk dran, wir haben 2 Runden. Also vergeude nicht alle Körner. Für die nächste Übung machen wir eine Kombination aus einem Liegestütz und einem Shoulder Tap. Gehen erstmal in die Liegestützposition. 3, 2, 1. Abheben und gemeinsam mit der rechten Hand die linke Schulter berühren, mit der linken Hand die rechte Schulter berühren und jetzt so langsam wie du kannst dich in einer geraden Linie zum Boden absenken. Ob du jetzt auf den Knien hochgehst oder auf den Füßen, ist dir überlassen. Das gleiche von vorne. Shoulder Tap links, Shoulder Tap rechts und dann langsam zur Erde runter in einer ganz kontrollierten, stabilen Position. Und geschafft. Erste Runde ist durch. Wir starten die zweite Runde mit der Hüftbrücke. Wer das hier steigern möchte, kann die Hüftbrücke entweder schneller ausführen oder einbeinig. Ich führe das nochmal beidbeinig vor. Und auf geht's. Zweite Runde Hüftbrücke. Touch am Boden mit Bauchspannung. Nach oben ausatmen. Und squeeze in der Gesäßmuskulatur. Besonders in der obersten Position. Einbeinig würde bedeuten, andere Knie ist oben. Nach der Hälfte der Zeit wechselst du die Seite,
Wenn du das Video also öfter machst, kennst du hier auch schon die Steigerung. Dann kommen wir als nächstes die Mountain Climber. Wir hatten schon gesagt, in der zweiten Runde mit den Füßen in der Luft. Gehen in die Liegestützposition und auf geht's. Knie, Fuß berührt jetzt also nicht mehr den Boden. Das Knie geht außen entlang zum Ellenbogen. Steigere dein Tempo, wenn es zu leicht ist. Oder mach kurze Pausen, wenn wir schon zu schnell und zu intensiv sind. Der Fuß bleibt in der Luft. Ruhige Atmung dabei. Letzten Sekunden laufen. 2, 1. Super. In die Bauchlage zu dem YTW. Wir starten schon direkt in einer etwas schnelleren Dynamik. Achte aber darauf, dass du die höchste Amplitude kriegst. Also die Arme immer so hoch wie möglich zur Decke ziehst. Y-Position und go. YTW. YTW. Spür dabei auch schön die Schulterblätter, wie sie zusammen zur Wirbelsäule kommen. In allen drei verschiedenen Bewegungen. In den letzten 5 Sekunden. Und geschafft. Vorletzte Übung des Hauptteils sind wieder die Ausfallschritte. Steigere dein Tempo, wenn es in der ersten Runde zu langsam war. Oder pass nochmal die Tiefe an. Das Knie möchte den Boden berühren. Ready und go. Touch am Boden. Hinten wird gewechselt. Oberkörper bleibt aufrecht, schwungvolle Arme mit nach vorne, Knie berührt den Boden. Letzten 5 Sekunden, let's go. Steiger nochmal das Tempo. Sehr gut. Letzte Übung im Hauptteil, einmal nochmal auf die Zähne beißen, langsam zum Boden absenken, dann gehen wir hoch in den Liegestütz, Shoulder Tap links und rechts. Auf geht's. Touch, touch. Und langsam kontrolliert mit Stabilität zum Boden runter. Wieder hoch. Touch. Touch. Und langsam kontrolliert zum Boden runter. Tap. Tap. Und stabil zum Boden. Letzte Runde. Und nochmal kontrolliert zum Boden. Und geschafft. Sehr gut, wir starten mit einem kleinen Cooldown. Such dir eine Wand oder mach es einfach auf deine Position, sodass du den Fuß vorne aufstellst, hinteren Fuß erhöht hast. Entweder hältst du mit beiden Händen fest oder den Fuß an der Wand aufgestellt. Aufrechter Oberkörper, Dehnung in der Oberschenkelvorderseite. Zur Unterstützung kannst du auch den gleichseitigen Arm nach oben strecken. Oder auch nochmal zur Intensivierung das Becken hier zur Nase kippen, um den Hüftbeuger noch mehr reinzubringen in die Dehnung. Noch 5 Sekunden halten und aus der Position raus. Ich zeige die zweite Seite mal, wie es ist, wenn du keine Wand hast. Da greifst du mit beiden Händen einfach hinten den Fuß oder mindestens mit einer Hand. Bietet sich an, die Diagonale zu nehmen und dann in die Position rein. Aufrechter Oberkörper auch hier. Beckenkippe zur Nase. Ruhige Atmung. Bring den Puls runter. Du hast super durchgezogen. Das waren intensive 10 Minuten für den ganzen Körper. Und wir schließen das Cooldown ab mit einem Gesäßstretch links und rechts. Einmal in die Rückenlage, schlage den einen Fuß aufs andere Knie über und greife in meinem Fall jetzt in die rechte Kniekehle, wo du den Oberschenkel zur Brust ranziehst und dann die Dehnung auf der linken Seite hier spürst. Du
drück ruhig nochmal ein bisschen mit dem Ellbogen nach, dass die Dehnung auf der linken Gesäßhälfte intensiver wird. 10 Sekunden nochmal tief in die Dehnung rein. Und dann die Position auflösen. Seitenwechsel. Fuß überschlagen, in die Kniekehle reingreifen und dann ganz aktiv das Knie zur Brust ziehen. Entspannte Atmung dabei. Mit dem Ellbogen nochmal nachdrücken, dass die Dehnung intensiver wird. Letzten 15 Sekunden. Und finish. Sehr gut, dass du durchgezogen hast. Das waren 15 Minuten Ganzkörpertraining mit deinem eigenen Körpergewicht. Das hast du super gemacht. Ich hoffe, das motiviert dich in der nächsten Runde, beim nächsten Mal, nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Und dann steigere dich von Training zu Training. Viel Spaß dabei.